Freunde, bevor der Song losgeht, natürlich Sabaton-Feeling, noch ein Bier. Das gilt natürlich auch für uns hier in der Reaction drinnen. So, Freunde, heute habe ich einen richtig netten Gast neben mir, den Moser von Live Trainer. Ist die Band. Was ist denn das für eine Band eigentlich? Ja, wir spielen ziemlich Kackmusik mit Breakdowns. Mhm. Okay. So kommt man es beschreiben. Ja, es ist ein eigenes Genre. Kackmusik? Nein, wir machen Deathcore und mit Breakdowns. Deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns heute einfach mal Sabaton an. Ein sehr deiner Band natürlich nahes Genre. Ja, ja, auf jeden Fall. Und schauen wir, was die so zu bieten haben. Steel Commander, das heißt der neue Song. Mhm. Kennst du den schon? Nein. Also ich bin actually kein Sabaton-Fan. Genau. Das ist nämlich wichtig. Jetzt kann man richtig schön über Sabaton herziehen. Schauen wir auch mal direkt rein, was der Song so zu bieten hat. RPG-Feeling. Sag mir. Richtig geil, oder? Gut umgesetzt. Bevor der Song losgeht, hast du Sabaton schon mal live gesehen? Nein. Noch nie? Noch nie, ne? Ah, okay. Es ist nicht so meine Musik. So V-Metal-Sachen. Das RPG-Feeling, so das Video ist ganz cool, aber. Schau mal. Klassisch Sabaton, irgendwie mit so einem Chor im Hintergrund. Ja, das ist halt mächtig. Keiner Dark Souls. Ja, jetzt nicht mehr. Freunde, bevor der Song losgeht, natürlich Sabaton-Feeling, noch ein Bier. Das gilt natürlich auch für uns hier in der Reaction drinnen. Ich mache schon einen Cut, weil ich möchte das weniger lauter drin, weil es mit Slice ist. Die hat ein Cello, ein fucking Cello. Aber irgendwie hört man es nicht, oder? Nein. Echt nicht, ja. Also das war jetzt kinda impressive, das Cello, aber ich hab's nicht gehört. Vielleicht auch einfach nur dabei, um das Video ein bisschen mehr aufzuwerten. Ja, die steht einfach nur hier und. Ja, mach weiter. Machen wir mal weiter, ja? Ziehen wir es durch. Dann ist noch nicht komplett durchdrehen am Anfang. Richtig klassisches Sabaton-Lied. Ich kann da nicht wirklich mitreden. Oder? Nee, ich glaube schon. Ich sage jetzt einfach, ja, voll klassisch, mega, so, mega. Sieht irgendwie so computerspielmäßig aus, oder? Nee, ich habe das, am Anfang war cool, dass man ja. Das hat mir an Dark Souls erinnert. Das ist also wie das Spiel. Das war cool, aber dann das mit den Panzer und so, das ist auch, I don't know, man. Show the way, evolution leads.
Ja, der Frenz ist schon geil, der pusht richtig vorn. Jetzt geht's zur Sache. Das erinnert mich ein bisschen an so ein Gameplay-Footage vom neuen Battlefield oder so. Mit Power Metal Soundtrack statt. Ja, keine Ahnung, was sonst ist. Irgendwie passt es nicht ganz so zusammen, weil es irgendwie so nicht real, dass das Ganze, was hier gezeigt wird, und er steckt so in den Panzer rein. Okay. Machst du das irgendwann? I guess. Ja. I hope. Hoffentlich. Oder geht dann so, oder? Oder Kombi. Der kennt's nicht. Der ist nicht. Cello ist vielleicht einfach so an. Es war voll cool. Das ist auf Gitarre umgewandelt. Voll die coole Idee, Cello, aber ich weiß nicht. Weiß auch nicht. Klassisch im Panzer mit Sonnenbrille drin. Das mal Chatphysik. Ja, genau. Ist gut. Sie sind Tosengang, ja. Okay, musikalisch gesehen, was meinst du so? Ja, viel zu wenig Breakdown auf jeden Fall. Also ja. Viel zu wenig aus und viel zu wenig Breakdown. Aber ich bin aber da kein Maßstab dafür. Nein, ich kann mit Power Metal echt nicht so viel machen. Das ist nicht so my thing. Ich kenne das Sabaton schon richtig lange. Ich bin auch früher ein richtig großer Fan eigentlich davon gewesen, muss ich sagen. Ja, ist der Song geil? Ja, ist so ein klassisches Sabaton-Feeling halt. Nach vor irgendein Refrain, der sich 10-mal wiederholt halt. Ja. Ich glaube, irgendwann wächst man da vielleicht einfach draus. Ja, videomäßig, ja. Anfang war cool, also das mit dem Sieht Ritter so geil das aus. Hat echt cool ausgeschaut, so mittelaltermäßig, das finde ich auch cool. Mhm. Aber dann mit den Panzer. Natürlich, für Sabaton gehören mindestens 2 Panzer hier rein. Klar. 2 oder 3 oder? Ja. Wo ist die Grenze? Gibt's keine, glaube ich. Das ist wie auf einer Bühne mit Nebel. Es gibt keine Obergrenze für Nebel. Es muss einfach. Auch wenn man gar nichts mehr sieht auf der Bühne, Hauptsache viel Nebel. Das ist meine Devise. Also falls ich jemals Lichttechnik oder Nebel irgendwie so beauftragt werde, Anschlag. Okay, also dass man es in der Crowd stellst, dass du einfach nichts mehr siehst außer Nebel. Genau, genau. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin überzeugt davon, du eher nicht so. Ah, Power Metal, wie gesagt. Genau, einfach so schauen natürlich. Natürlich wissen wir auch beide nicht, was auf uns zukommt, deswegen First Time Listening. Und ist sehr solide gewesen. Ich freue mich, die wieder mal live zu sehen. Da werden die dann bestimmt noch spielen. Bin ich mir sicher. Das ist so ein Song, da geht die Menge auch gleich wieder mit, weil es immer das Gleiche ist. Genial. Genial. Ja, kann ich mir aber vorstellen, dass da dann die Menge mitgeht. Schreibt mir gern eure Meinung in die Kommentare rein, was ihr zu dem Song haltet, was ihr ihn findet, wie ihr das Musikvideo findet. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder. Gleich morgen hier im Reaction Fever Feber. Da gibt es jeden Tag ein neues Video. Und wieder mit einem Special Guest natürlich. Und der Mose ist auch natürlich mal irgendwann wieder dabei. Ja. Ich würde es schauen, der Heavy nicht mehr sagen, eigentlich. Fertig. Fertig.